In wenigen Tagen betritt der Hexer Geralt von Riva zum dritten Mal die Bühne, um nicht nur sein Ziehkind Ciri, sondern auch seine vergessene und verlorene Liebe Yennefer wiederzufinden. Wer allerdings die Geschehnisse der beiden Vorgänger vergessen hat oder, Gott bewahre, diese noch nie gespielt hat, gibt's hier für euch eine kleine Zusammenfassung von Teil 1 und 2. Wer die beiden Teile noch nicht kennt, dies aber noch nachholen will, sollte aufgrund von Spoilern jetzt lieber abschalten. Die Welt von The Witcher ist ein ziemlich raues Pflaster, in der ein Leben nicht mehr wert als ein Pfifferling ist. Gespickt ist die Welt allerdings mit Tyrannen, Schurken und Rassisten, die anderen gern das Leben schwer machen. Und selbst Geralt von Riva ist nicht unbedingt der tugendhafteste Held. Den Belangen der Welt geht er gern aus dem Weg. Nur nicht einmischen ist sein Motto, denn dafür ist ein Hexer auch nicht da. Das Tagwerk eines Hexers ist vielmehr das Erlegen von Monstern gegen einen kleinen Obolus. Doch die nördlichen Königreiche stehen kurz vor einem Krieg mit den Tyrannen aus Nilfgaard und Geralt muss seine Neutralität über Bord werfen. Bevor Geralt jedoch anfängt, sich in die Politik einzumischen, gilt es erst einmal persönliche Probleme aus der Welt zu schaffen. Zu Beginn von The Witcher 1 wird Geralt von Riva schwer verwundet und unter Gedächtnisverlust leidend auf einem Feld gefunden. Sie bringen ihn nach Kaer Morhen, die Heimstätte der Hexer. Doch viel Zeit bleibt Geralt nicht zur Genesung. In das Heim der Hexer wird vom Zauberer Azor Javed und dem Professor überfallen und die kostbaren Hexermutagene geraubt. Die Mutagene werden benötigt, um neue Hexer zu erschaffen und ohne sie ist dies nicht mehr möglich. Aus diesem Grund muss Geralt die Mutagene schnellstmöglich wieder beschaffen. Dabei geriet Geralt jedoch mitten in den Konflikt, der zwischen den Skoyatel und dem Orden der Flammenrose tobt. Auch wenn Geralt seine Neutralität wahrt, so wird er in diesem Konflikt mit hineingezogen und muss im schlimmsten Fall gegen beide Gruppen kämpfen. Doch Geralt lässt sich nicht beirren und ist trotz des ganzen Trubels weiter hinter den Drahtziehern des Mutagen-Diebstahls her. Den Drahtzieher findet er schließlich in Jack de Aldersberg. Dieser möchte nämlich die Herrschaft der Menschen sichern und mit Hilfe der Mutagene Supermutanten erschaffen. Doch leider wurde die Rechnung ohne Geralt gemacht, denn auch seine Supermutanten können gegen einen echten Hexer nicht bestehen. In einem Kampf auf Leben und Tod gelingt es Geralt schließlich, Jack de Aldersberg zu erschlagen. Doch dann erscheint plötzlich der Meister der wilden Jagd. Die wilde Jagd ist eine wilde Geisterhorde, die von nichts und niemandem Halt macht. Dieser erzählt Geralt von einer alten Schuld und zeigt ihm nun all die Konsequenzen, die seine Entscheidungen nach sich gezogen haben. Dies gibt uns erstmals einen Hinweis darauf, dass Geralt von Riva eng mit der wilden Jagd verbunden ist. Nach diesen Geschehnissen tritt Geralt in die Dienste von König Woltest. Dieser wird zu Beginn des zweiten Teils von einem unbekannten Assassinen bedroht. Der Unbekannte hatte zuvor bereits König Demerwend von Edirne gemeuchelt. Allem Anschein nach ist dieser unbekannte Assassine selbst ein Hexer. Aus diesem Grund vertraut König Woltest auch seinem eigenen Hexer, Geralt, ihn zu beschützen. Doch leider geht dieser Plan nicht auf, denn nach der Rückeroberung der Burg seiner ehemaligen Geliebten wird König Woltest von einem verkleideten Mann hinterrücks umgebracht. Nicht imstande, diese Tat zu vereiteln und ohne Spur des wahren Täters, wird Geralt des Königsmordes bezichtigt. Um diese Anschuldigung richtigzustellen und den echten Übeltäter zu finden, tut sich Geralt mit dem Skoyatel Yorveth und dem königlichen Offizier Vernon Roche zusammen. Nach kurzer Zeit findet Geralt nun den Attentäter namens Leto. Dieser ist allerdings weit schwieriger zu fassen, als Geralt es gewohnt ist. Nach einem Kampf lässt Leto den Hexer aus Riva aufgrund einer ominösen Schuld am Leben und verschwindet. Daraufhin bleibt Geralt Leto auf den Fersen und verfolgt ihn bis in die Grenzlande von Edirne. Zu guter Letzt kann Geralt Leto in den Ruinen von Loch Muin stellen und erfährt anschließend, dass die Königsmorde von einer Magiertruppe geplant wurden. Die Magier wollten ihren eigenen Magierstaat gründen. Dazu wollten sie schwächere Herrscher ausschalten und im Anschluss ihre Gebiete übernehmen. Um die Sache aber noch ein wenig komplizierter zu gestalten, stellt sich letztendlich heraus, dass auch der Bund der Magier hinters Licht geführt wurde. Leto, der vorgab, im Auftrag der Magier gehandelt zu haben, stand in Wirklichkeit die ganze Zeit in den Diensten des verfeindeten Kaiserreichs Nilfgaard, welche eh den Plan hatte, in die nördlichen Reiche einzumarschieren. Da nun einige Monarchen gemeuchelt und dadurch ihre Gebiete geschwächt wurden, ist dieses Unterfangen wahrlich leichter als jemals zuvor. Eigentlich hätten ja die Magier eine Art Geheimwaffe sein sollen, um im Falle eines Falles die nördlichen Reiche zu schützen. Als diese aber begannen, die Könige zu ermorden, waren die restlichen Monarchen selbstverständlich nicht mehr gut auf die Magier zu sprechen und rufen nun zur Hexenjagd, bei der auch unzählige unbeteiligte Magier ihr Leben lassen müssen. Durch diese Verwicklungen ist natürlich die Stärke des Nords erheblich geschwächt und Nilfgaard sieht nun seine Chance zum Einmarschieren. Während all dem erfährt Geralt von Leto, dass beide eine gemeinsame Vorgeschichte haben. Denn einst stand Leto an der Seite von Geralt im Kampf gegen die wilde Jagd.
Die wollte nämlich Jennifer von Wengerberg, Geralds Geliebte. Doch stattdessen opferte sich Gerald und wurde statt ihrer entführt. Leto brachte Jennifer daraufhin in Sicherheit. Allerdings soll sich Jennifer mittlerweile in den Fängen vom tyrannischen König von Nilfgaard befinden, der, wie gerade erwähnt, seine Zeit zum Einmarschieren gekommen sieht. Und damit wäre dann auch die Bühne für The Witcher 3 Wild Hunt bereitet.